da seid. Würde ich jetzt, ohne lang zu schnacken, erstmal sagen, einmal Blase knacken. Auf euch. Tschüss. Auf die Gesundheit. Ja, Kai, du legst großen Wert auf Regionalität, habe ich erfahren. Und du hast auch jetzt just dein eigenes Kochbuch geschrieben. Und zwar mit deinem Sous-Chef Jochen Mönning. Ich stelle auch mit dem Bäcker mein eigenes Brot her. Ich kaufe ganze Schweine, ganze Rinder, zerlege die mit dem Metzger. Kaufe ganze Schweine, dass der Bauer auch weiß, okay, die 5, 6 Schweine, die kriegt er auf jeden Fall weg. Die werden mit Eicheln gefüttert. Also jedes Produkt oder viele Produkte, die ich im Restaurant verwende und benutze, werden mit mir oder mit uns zusammen gezüchtet, produziert, entworfen und so weiter und so fort. Eigenes Schinken, eigenes Brot und so weiter und so fort. Erstmal ist mir Regionalität sehr, sehr wichtig. Eigentlich ist das für mich eine größere Stellenwert als Bio, weil wenn ich Bio aus Spanien kriege, ist mir das eigentlich ist auch gut. Aber mir ist erstmal Regionalität. Ich brauche diesen Bezug zu dem Erzeuger und zu dem Produzenten. Da auch mal eine Frage an den Ben. Was wird sich künftig aus deiner Sicht und auch Olli und auch Kai, sag mal, aufgrund der Wertschätzung von Lebensmitteln verändern? Ganz viel. Alles. Also ich denke, dass wir ja auch schon vor Corona so ein bisschen auf dem Weg waren, dass wieder Regionalität, Qualität weit in den Vordergrund rutscht. Das wird, denke ich, auch in Zukunft so bleiben, dadurch, dass wir alles erstmal ein bisschen runterfahren müssen, ein bisschen kleiner, ein bisschen besonderer. Glaube ich, wird man sich schnell daran gewöhnen, dass diese Wertschätzung einfach wieder da ist. Was habe ich da eigentlich für ein Produkt? Olli, wie sieht es aus, wenn ich jetzt so mal bio, vegan, regional anspreche? Also Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall ein Riesenthema bei uns. Wir standen ja jetzt quasi in der ersten Woche, wo wir das zweite Gourmet-Restaurant wieder öffnen wollten, wo wir auch ganz gezielt am Gast arbeiten. Das heißt, wir bringen in den Menüs die Gänge raus, erklären einzelne Gänge und einfach dem Gast so ein bisschen unseren Hintergrund vom Einkauf, vom Produkt viel näher zu bringen und da diese Unterschiede aufzuführen. Also wir haben jetzt ganz viel in dieser Phase natürlich versucht, wie können wir zwischenangreifen, haben auch ein Liefer- und Abholangebot, was bei uns regional sehr schwer war, weil wir einfach sehr, sehr, sehr zentriert hier in Riesenbeck sind. Also wenige Leute kennen, genauso wenig Einwohner haben wir hier. Und da sind auf jeden Fall einige Steps, wo wir Konzeptänderungen vorhaben werden. Sachen, die wir vorher nicht auf dem Schirm haben. Wir wissen, dass trotz dieser ganzen schlimmen Corona-Phase ist, dass auch ein paar positive Aspekte definitiv für uns dabei rausspringen, wo wir sagen, okay, wir haben so einfach mehr Hintergrundwissen jetzt. Gar keinen, ehrlich gesagt, weil meine ganzen Veranstaltungen bis einschließlich August alle abgesagt sind. Das bezieht sich ja schon jetzt nicht nur auf Großveranstaltungen, sondern generell ist ja, Veranstaltungen sind ja bis August untersagt. Das heißt, ich habe also bis Ende August komplett alles gecancelt und habe somit zu den Gästen an sich auch irgendwie gar keinen Draht. Also da muss man halt abwarten, was auf so einem Veranstaltungsbereich überhaupt wieder passiert. Ja, genau. Und ein Club sitzt halt auch irgendwie auf heißen Kohlen und will wieder los, aber es hängt halt davon ab, wann passiert wieder was, wann können wir wieder Veranstaltungen machen, wo auch einfach Catering gebraucht wird. Ich hoffe nur, dass wenn wir aufmachen dürfen, dass die Auflagen nicht so hoch werden, dass wir wieder in so viel Bürokratie versinken, dass die Leidenschaft am Kochen bleibt am Herd. Genau. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, noch persönlicher zu werden mit den Gästen, weil ich habe auch so einen kleinen Chat angeboten für Gäste, die zu Hause sind und Probleme mit der Küche haben, die mich anrufen können oder eine E-Mail schreiben können, und ich helfe denen während des Kochens. Also ich würde mir wünschen, dass man alle, ich sage jetzt mal, Gewerke gleich behandelt. Ja? Wenn ein Friseur aufmachen darf, in manchen Bundesländern auch zum Beispiel Tätowierer wieder aufmachen dürfen, warum dürfen sie das in anderen Ländern nicht? Warum darf man nicht in ein Restaurant gehen, wenn man die Mindestabstände einhält?
das würde ich mir wünschen, dass das einfach dann ein Stück weit über einen Kamm geschert wird und dass alle die gleichen Möglichkeiten haben. Ich meine, Corona holt man sich ja nicht nur in der Gastronomie oder am Essenstisch. Ne? Also die Gastronomie und auch die Schausteller, die sind eigentlich das Letzte, was aufgemacht wird. Alles andere brauchen die Leute mehr als uns. Und wir sind ein Luxusgut. Das ist das Erste, wo sie drauf verzichten, aber das Erste auch, wo sie wieder hinrennen ist. Wir sind gefragt, aber auf uns kann man auch verzichten. Also wir werden da ziemlich alleine gelassen. Auch genug Leute, das muss man halt dazu sagen, ganz klar, die auch anfangen und haben neue Tools, auch Aussichten entwickelt etc. pp. Was ich riesig finde, ist von allen Partnern, die ich so habe, seid ihr die mit am stärksten, wo ich vernetzt bin. Ob ich nicht euch schon von allen, mit denen ich aktuell zusammenarbeite, mit auch am stärksten, die das Interesse halber fördern wollen. Das finde ich, seid ihr schon ganz vorne mit dabei. Aber dem kann ich mich fast anschließen. Selbst mein Außendienstmitarbeiter von der Transgourmet schickt mir regelmäßig WhatsApp, Genesungswünsche oder sonst irgendwas. Aber von den großen, ihr frische Paradies Delta oder so, seid ihr tatsächlich, da muss ich dem Oliver komplett zu 100% zustimmen, seid ihr am nächsten an der Gastronomie oder an den Köchen? Es geht nicht jetzt nur ums Produkt, es geht ganz, ganz, ganz gewissenhaft erstmal um Mensch und demnach danach, was wir auch gemeinsam, nicht nur für dich Kai, für dich Ben und Oliver oder aber auch für den Frank, der jetzt nicht mit dabei ist und den Engin, tun können. Auf euch. Auf die Gesundheit.